So, weiter geht's. Wie gesagt, diesmal will ich kein blaues, schönes, wundervolles Wasser, sondern diesmal möchte ich dunkles Wasser. Deswegen, eigentlich habe ich hier auch schon wieder zu hell gemalt. Egal. Dunkel. Dunkel. Das bedeutet, ich nehme Preußisch-Blau. Preußisch-Blau und Karmesinrot. Das mixe ich mir jetzt einfach direkt auf den Pinsel. Ruhig ein bisschen mehr Karmesinrot. Ich will nämlich gerne, dass das jetzt wirklich ins Lila übergeht. Ich will jetzt richtig schönes, lilanes, dunkel-lilanes Wasser haben. So, und jetzt fange ich mal hier an, ganz vorsichtig das zu verstreichen. Ta-da-da-da. So, soviel zu unserem Linealtrick. Jetzt habe ich das hier schon total schief gemixt. Aber sowas passiert. So, ich matsch das jetzt hier mal so richtig schön fett lila. Das sieht doch sehr schön aus. Richtig schönes, kräftiges Lila. Nichtsdestotrotz, achtet jetzt bitte darauf. Wir wollen hier noch weitaus mehr drauf malen. Dass die Farbe, die ihr jetzt auf dem Pinsel habt, dass das nicht zu dick ist. Da soll ja noch einiges auf dem Bild passieren. Deswegen darf das jetzt nicht zu intensiv werden. Also zu viel Farbe. Intensiv soll es werden, aber nicht zu dick. So. Ihr seht das jetzt, dass ein wunderschöner Lila-Ton das ist. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich das mit dem Pinsel gemacht habe und nicht mit dem Spachtel. Ihr seht, wie unterschiedlich das ist. Da ist mehr Rot, da ist mehr Blau. So sieht das nicht alles ganz gleich aus. Und ich lasse jetzt extra keine Spiegelung. Ich will jetzt hier keine Spiegelung haben, weil diese Spiegelung vom Wasser ist jetzt nebensächlich. Das bedeutet, das ein ganz bisschen minimal gleich an mit unseren kleinen Wellen, die wir da jetzt reinmalen. Aber mehr auch nicht. So. Wie gesagt, beim Wasser immer wieder drauf achten. Es ist jetzt ein kleines bisschen schräg bei mir geworden. Deswegen gehe ich jetzt noch ein paar Mal mit meinem Pinsel rüber. Egal, wo ihr Wasser malt, waagerecht malen. Ganz, ganz wichtig. Waagerecht. Wasser immer waagerecht malen. Sonst macht das hinterher einen sehr merkwürdigen Eindruck. So, jetzt nehme ich mal meinen Blumenpinsel. Den mal ein ganz bisschen sauber. Entschuldigt, ich vergesse das immer, dass ihr da oben steht und dass das jetzt wackelt. So. Vielleicht habe ich bald ein größeres Zimmer und dann wackelt es nicht mehr. Okay, ich hoffe mal. Alles klar. So, jetzt ziehe ich hier nochmal eine schöne lila, eine fette Kante lang. Und hoffe, dass die halbwegs gerade wird. Muss jetzt aber nicht so mega gerade sein. Nur hier vorne, da soll jetzt kein Berg hin. Ja, ich gebe mir mal Mühe. Sowas ist immer leichter, wenn ihr euch das Bild ein kleines bisschen schräg stellt. Dann kann man das doch erheblich leichter mit dem Pinsel hochziehen. Achtet darauf, wenn ihr so kleine abstehende Härchen habt, dass ihr die sonst einmal abzieht. Denn dann ist es besonders schwer, einen geraden Horizont zu malen. So, und hier kommen gleich Berge hin, deswegen ist es jetzt hier nicht mehr so schlimm, dass das nicht mehr ganz so gerade ist. Aber hier noch nicht. Wie gesagt, deswegen ist es immer gar nicht schlecht, den Horizont ein bisschen tiefer zu setzen, weil man öfters mal automatisch hochkommt. Okay, jetzt male ich das hier nochmal ein bisschen über. So, wenn ihr das ein bisschen öfter gemacht habt, dann habt ihr das auch irgendwann voll drauf. Einfach zackig so einen richtig coolen Horizont zu malen. Das ist natürlich das Coolste. Einmal so zack mit dem Pinsel rüber und gerade. Das bedarf aber sehr viel Übung. Sehr viel Übung. Ja. Okay, also unser lilaner See ist fertig. Jetzt kommen noch mal ein paar schicke Berge dazu. Dafür nehme ich Blau. Blau, blau, blau. Und dann kommen hier so ein paar Hügelchen hin. Nichts Besonderes, nur so ein bisschen kleine Bergchen. Wenn ihr da jetzt eckig malen wollt, dann müsst ihr einen etwas feineren Pinsel nehmen.
Oh, dann könnt ihr so richtig schön, auch so eine kleine Vulkanlandschaft könnt ihr da sonst auch reinmalen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich mische das jetzt mal mit einem kleinen bisschen schwarz, weil das mir jetzt hier ein bisschen zu dunkel ist. Ja. Wie gesagt, das können jetzt ganz lilane Berge auch werden. Das ist gar kein Problem. Oder einfach blaue Berge. Okay, ein kleines bisschen an der Seite. So, jetzt müsst ihr euch einmal ganz kurz überlegen, wie weit gehen die ins Meer rein? Ist die kleine Insel jetzt hier so? Und geht dann hier lang? Sieht man Ufer? Sieht man kein Ufer? So, das ist alles eurer Fantasie überlassen. Lila, schwarz, blau, Pinsel, malen. Könnt ihr jetzt natürlich auch mit dem Pinsel schon euch überlegen, möchte ich, dass man da kleine Hänge sieht, Silhouetten sieht, wo der Berg lang geht. Ist da noch ein anderer Berg davor? Das könnt ihr jetzt durch diese Pinselstriche, durch diese einfachen Pinselstriche, könnt ihr euch das jetzt schon überlegen, wie euer Berg werden soll, in welche Richtung er laufen soll, wie viele Spitzen er hat. Ihr könnt jetzt hier einfach eine andere Farbe nehmen, geht nochmal davor und sagt euch jetzt so, hier vor ist noch ein anderer Berg. Ich habe da jetzt kräftiges Karmesinrot einfach einmal genommen. So, und streiche auch das wieder weg. Und zwar sind diese Berge jetzt nochmal davor. Und hier gehe ich jetzt mit Blau, zeichne hier den Rest. So. Jetzt nehme ich nochmal meinen kleinen Feinpinsel und zeichne mir hier so eine kleine Kante. So. Also ihr könnt es jetzt auch einfacher machen, indem ihr jetzt sagt, ihr macht das nur hier direkt auf dem Horizont eure Berge. Und dann sagt ihr dem Betrachter so, diese Berge sind unglaublich weit weg. Also sie sind sogar hinterm Horizont, deswegen sieht man von denen nichts mehr. Dann habt ihr es natürlich auch noch etwas einfacher. So, ich habe die jetzt etwas mehr vorgezogen. Es sind jetzt zwei Berge, die hier in der Nähe sind. Auf dieser Seite habe ich auch Berge. Aber die sehe ich nicht. Nein, ich wollte sagen, auf dieser Seite habe ich Strand. Ich nehme wieder mein Blau, ich nehme wieder mein Karmesinrot und dann male ich erstmal vorsichtig hier vorne so ein bisschen Strand hin. Das soll alles dunkel bleiben. Das hat alles seinen Sinn. Ich will, dass das hier nicht hell wird. Das soll diesmal ein wirklich dunkles Bild werden, ein schnelles Bild werden. Wobei ich glaube, das gelingt mir schon wieder nicht. Also mit schnell hat das hier mal wieder nichts zu tun. Das dauert schon wieder viel zu lange. Ich wollte das echt schneller malen. Aber dann hält man sich mit dem Himmel meistens so lange auf. Und dann gefällt mir das hier schon wieder nicht. Also ich könnte, in dem Himmel würde ich jetzt am liebsten noch eine halbe Stunde drumherum malen. Aber wie gesagt, sonst werden die Videos einfach zu lange. Ich werde das nochmal so machen. Ihr habt ja ungefähr gesehen, wie ich den Himmel tatsächlich gemalt habe. Ich verbessere den jetzt nochmal ein kleines bisschen. Und das Endergebnis seht ihr dann gleich. Okay, eine kleine Pause. So, jetzt habe ich meinen Himmel ein kleines bisschen verbessert. Viel nicht. Ich habe hier einfach nochmal dunkle Wolken reingemalt und überall ein paar Wolken drüber gemalt. Das habe ich jetzt mit dem Borstenpinsel gemacht, mit dem Wildlife Bristle. Mit dem kann man so dunkle, schöne Wolken auch wirklich ganz toll malen, weil der die Farben halt nicht so stark mitnimmt wie ein Blumenpinsel. Ich kann es hier nochmal kurz zeigen. Tatsächlich einfach nur ganz grob hier so ein bisschen das immer mit kreisenden Bewegungen. Auch hier das kann ruhig etwas dunkler werden. Das sieht nicht komisch aus, wenn das so hell ist. Einfach mit kreisenden Bewegungen hier wunderschön die Wolken andeuten. Weil intensiv sieht man die jetzt ja sowieso nicht mehr in jeder Form. Ganz klar ist ja viel zu dunkel dafür. Aber wenn ihr hier dann tatsächlich noch mal ein bisschen Wolken drüber haben wollt, sieht das so natürlich viel besser aus. Wo ihr einfach drauf achten müsst, hier seht ihr, habe ich nämlich einen kleinen Fehler gemacht. Ihr müsst jetzt davon ausgehen, dass diese Wolken, die kleineren, sind natürlich weiterhin. Das heißt, als erstes kommt hier diese Schicht drüber über die Wolke, dann kommt hier die nächste Schicht. Und diese Wolke ist jetzt ja rein theoretisch da drüber. Das heißt, hier muss ich jetzt nochmal ein bisschen Neurot dazu nehmen.
Weil diese Wolke ist jetzt ja vor der anderen Wolke. Und damit man das auch sieht, mache ich die jetzt noch mal ein kleines bisschen intensiver davor. Und die ist natürlich auch ein Tickchen größer. Nicht viel, nur ein bisschen. So, und das könnt ihr jetzt hier so ein bisschen ausstreichen. Dann geht es einfach direkt hier in die nächste große Wolke einfach über. Dann könnt ihr das hier zum Rand auch hinziehen, wenn ihr möchtet. Und dann ist das hier eine große Wolke. Dann ist die gar nicht einzeln hier, sodass man hier drüber schon wieder die einzelnen Wolken sieht, sondern das hier ist eine einzige Wolke. Also das ist dann, könnt ihr dann machen, wie ihr wollt. Wenn ihr das hier so ein bisschen vermischt, ist es halt eine. Oder ihr macht halt mehrere kleine. Okay, so, dann habe ich das auch nochmal ganz kurz angedeutet. Dann machen wir jetzt mal hier weiter. Also hier habe ich jetzt sehr stark lila genommen. Das hebt sich für mich jetzt nicht ganz so doll ab. Das ist mir ein bisschen wenig. Soll ja aber auch so ein ganz bisschen Strand andeuten. Deswegen gehe ich jetzt nochmal mit meinem Blumenpinsel in dieses kräftige Orange, was ich gemalt habe. Und gehe damit jetzt nochmal so ein ganz bisschen hier am Strand entlang. Und deute hier jetzt einfach so ein bisschen Reflexionen an. Könnt auch gern da noch ein kleines bisschen, nur ein bisschen, Flüssigweiß mit dazu nehmen. Und dann gehen wir einfach hier nochmal lang. Das soll gar nicht so viel werden. Also, wie gesagt, der Strand ist ja jetzt nicht Hauptthema. Den wollen wir ja nur so ein bisschen nebenbei haben. Aber wenn euch das zu dunkel ist, könnt ihr da gerne ein bisschen das heller machen. Ich nehme jetzt nochmal ein kleines bisschen Indischgelb. Und das mixe ich hier nochmal rein. Mit dem Indischgelb müsst ihr noch vorsichtig sein. Ihr seht, mit dem Lila vermischt, sieht das gleich sehr grünlich aus. Das heißt, ich nehme nochmal ein kleines bisschen mehr Weiß wieder da rein. Um das ein bisschen aufzuhellen. So, jetzt sieht man hier schon ein bisschen mehr Gelb. Optimalerweise für den Strand sollte man natürlich eigentlich lieber das Ockergelb nehmen. Das eignet sich natürlich sehr, sehr schön für den Strand. Das lässt gleich so ein bisschen wirken, dass es richtig schöner Sand ist. Desto dichter ich jetzt hier komme, ihr seht, ich male jetzt hier verschiedene Linien. Ich lasse ein kleines bisschen Platz. So sieht das aus, als ob diese Linie schon wieder weiter weg ist. Jetzt nehme ich ein ganz kleines bisschen Sienna, nur ein bisschen. Und deute hier nochmal den nächsten Bogen an. Dann sieht das aus, als ob der Strand hier hoch geht. Deswegen mache ich das gerade so, das ist mein Ziel. Ich nehme nochmal ein bisschen mehr von dem Flüssigweiß, weil ich das hier nochmal ein bisschen heller machen möchte. Man sollte richtig sehen, dass das hier die nächste Ebene an meinem Strand ist. So. Ihr könnt den Strand aber auch fast nahezu schwarz lassen. Das ist jetzt auch in Ordnung. Also wir wollen hier eigentlich gar nicht, dass der so großartig auffällt. Wir wollen ja, dass hier in erster Linie unsere Palmen jetzt im Vordergrund sind. Da wir aber auch hier hinten relativ ein paar Palmen haben wollen, relativ ein paar Palmen, also manchmal komme ich mir vor wie eine bestimmte Person vom Blub, aber egal. Hier ist mein Strand, hier sind Palmen und geht gleich los. Okay, also für die Bäume nutze ich sehr gerne den Floral Round Brush. Weil das ist so eine Mischung zwischen Blumenpinsel und Borstenpinsel. Auch wieder ein ganz toller Pinsel, kann ich nur empfehlen. So, ich gehe jetzt hier in mein Sienna rein, mix das ein bisschen mit dem Van Dyck und ganz kleine Spitze Weiß. Und jetzt deute ich mal erstmal ganz vorsichtig hier eine ganz kleine Palme an. Einfach um zu üben. Diese ist jetzt wirklich nur eine reine Übungspalme, um einfach mal zu gucken, wie wirken denn jetzt hier meine Farben auf dem Dunkellila. Wie viel Farbe benötige ich? Wie dunkel muss meine Farbe sein? Wie hell muss meine Farbe sein? Und ihr seht das, viel seht ihr nicht, ne? Egal, ist auch nicht so wichtig. Das hier ist jetzt der Stamm. Und den ziehe ich jetzt einfach mal hoch. So. Das ist jetzt der erste, der hier hoch geht.
Und jetzt ziehe ich mir das Hell einfach ein bisschen mit runter. Und schon sieht man hier. Ach, da fällt mir ein... Oh, bevor ich jetzt weitermale, da habe ich doch eine Kleinigkeit vergessen. Blumenpinsel, Titanweiß. Ich will jetzt hier nochmal ganz nahe beim Horizont nochmal meine kleine weiße Pfanne andeuten. Nur so ein ganz bisschen. Die ist nämlich schon fast hier verschwunden. Passt auf, dass sie nicht ins Lila reinkommt. Nur ganz bisschen, also minimal, wirklich nur minimal andeuten. Sauberwischen. Deswegen haben wir hier auch keine große Reflexion mehr. Wobei, da fällt mir jetzt ein, apropos Reflexion. Mist! Ich habe noch gar keine Wellen gemalt. Das muss man natürlich machen. Zuerst, bevor ihr den Vordergrund malt, müsst ihr natürlich den Hintergrund fertigstellen. Wie konnte ich das nur vergessen? Ha, das ist schon spät. Es ist schon dunkel draußen. Ja. Mist. Okay, also. Wasser. Wasser. Welchen Pinsel nehmen wir da am besten? Was Flaches brauche ich da? Was ganz Flaches. Okay, ich nehme nochmal diesen ganz flachen Blumenpinsel hier. Und jetzt nehme ich mir flüssig weiß. Ich muss es erstmal testen. Ganz kleinen Moment bitte. So. Und jetzt malen wir hier nämlich auf unserem wundervollen Wasser nahezu gerade Striche. Das ist jetzt nämlich ein ganz seichtes Meer. So. Es soll einfach nur, man sieht, dass es Wasser ist. Mehr will ich gar nicht. Immer mal wieder. Am besten man nimmt sich da nochmal ein Tuch, dass man den Pinsel nochmal wieder ausstreichen kann. Und dann immer mal wieder in das Flüssigweiß reingehen. Oben anfangen, da sieht man die Wellen am meisten, weil da ja die Sonne ist. Und dann gehen wir einfach ein bisschen tiefer. Und dieser Blumenpinsel, wie gesagt, zieht die Farbe wieder mit. Und dementsprechend könntet ihr beinahe sogar fast ohne Farbe hier malen. Ihr seht das. Ihr zieht einfach mit dem Blumenpinsel die dunkle Farbe von der Leinwand. Ihr braucht noch nicht mal großartig weiß. Und ganz wichtig ist es jetzt hier bei den Wellen darauf zu achten, dass ihr nicht zu lange Striche macht, weil das sind jetzt hier keine Flutwellen oder breite Wellen, sondern das sind einfach nur, man sieht, das Wasser bewegt sich. Eigentlich haben wir hier noch nicht einmal Wellen, sondern das Wasser bewegt sich einfach. Und dabei ist jetzt wirklich sehr wichtig, dass die Wellen, ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr das überhaupt seht. Ich nehme noch mal etwas mehr Weiß, um euch das noch mal besser zu zeigen. Die Welle, die ihr jetzt hier malt, ist nur ganz kurz. Und die nächste Welle, die ist, fängt natürlich da drunter an und die fängt da drüber an. Und wichtig ist, dass ihr jetzt nicht hier so ein Netz malt, so zack, 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 zack. Dass das aussieht wie so ein Backsteingebäude. Das macht die Sache nämlich nicht ganz so realistisch. Deswegen kleine Wellen malen, so minimal, desto weiter ihr nach vorne kommt, desto bisschen dürfen die Wellen natürlich größer werden. Aber achtet darauf, dass sie nicht alle gleich lang sind und nicht immer an der gleichen Stelle beginnen, sondern dass ihr einfach so unterschiedliche Wellen malt, die hier jetzt so Richtung Strand fließen. Hier vorne, wie gesagt, dürfen die dann auch schon ein bisschen größer werden. Aber auch nicht zu viel. Weil wie gesagt, die Wellen sind jetzt auch nicht unser Hauptaugenmerk. Dieses Bild soll wirklich, hier soll man die Palmen sehen. Das ist das Wichtigste. So. Desto weiter ihr hinten seid, desto gerader müssen natürlich eure Wellenstriche sein. Weil desto weiter sie weg sind, desto weniger fallen diese Wellen natürlich hier auf. Wenn ihr jetzt zu viel Weiß mal auf dem Pinsel habt und den hier hinten reinmalt, und das aber gar nicht so gewollt habt, ist das überhaupt gar kein Problem. Dann nehmt ihr euch einfach einen anderen Pinsel, einen sauberen Pinsel und verwischt das Weiß einfach hier rein. Ihr könnt jetzt hier, wie gesagt, Titanweiß nehmen. Ihr könnt hier aber auch natürlich sehr schön das Flüssigweiß nehmen. Das Flüssigweiß eignet sich jetzt hier wieder sehr, sehr gut. Natürlich, weil sollte man jetzt hier den Fehler machen, zu viel haben, kann man das Flüssigweiß natürlich ganz wundervoll in dem Meer verwischen. Das heißt, Fehler merkt man hier wieder fast gar nicht. So, jetzt nehme ich mal hier keinen Spachtel, sondern einfach mal nur so ein bisschen Weiß und deute das nur mal hier an, dass hier Ufer ist. Mache so eine ganz kleine, zarte, weiße Linie hier, dass man sieht, hier fangen die Berge an, so, da haut das Wasser ein ganz bisschen gegen.
aber nicht doll. Man sieht hier ein paar mehr Wellen als wie auf dem glatten Wasser. Und hier mache ich das jetzt mal so ein bisschen in Reihe. Ich tupfe das hier mal so ein bisschen. Dann sieht das nämlich aus, als ob das hier jetzt tatsächlich schon so Richtung Strand geht. Deswegen mache ich die jetzt hier größer. Und als ob das hier so eine Bucht wäre. Deswegen fasse ich die jetzt mal ein bisschen zusammen und mache die auch schräger. Nicht zu schräg machen. Wenn ihr die zu schräg macht, wischt die lieber nochmal wieder weg und stopft die neu. Dann hat man nämlich jetzt so den Eindruck, als ob hier tatsächlich so das Wasser jetzt so hier ganz sanft reingedrückt wird von dem Wind. Und das sieht gleich viel schöner aus. So, hier sind wir noch wieder weit weg. Wirklich ganz wichtig, achtet immer auf die Perspektive natürlich. So, und ihr könnt euch das jetzt überlegen, wenn ihr jetzt das Meer relativ hell gemalt habt oder vielleicht ein blaues Meer bevorzugt, dann kann das gut angehen, dass euch das reicht, wenn ihr, wie gesagt, einmal die Farbe mit dem Pinsel nur so ein bisschen rauszieht und da gar kein Weiß reinmacht. Dieses Meer, wenn ihr da keine Wellen mit Weiß malt, sondern das nur mit dem Pinsel rauszieht, werdet ihr dann ganz besonders schön sehen, wenn das Bild ein bisschen getrocknet ist. Weil dann sieht man nämlich die Farbunterschiede tatsächlich viel schöner. Wenn ihr jetzt möchtet und sagt, Mensch, ein kleines Highlight, so eine ganz kleine Welle will ich mir hier auch reinmalen, dann könnt ihr das natürlich tun. Da ist jetzt noch sehr schwierig, dass man da den richtigen Pinsel nimmt. Deswegen nehme ich jetzt schon mal den Zauberpinsel. Etwas Titanweiß, wirklich nur ganz bisschen. Und dann kann man natürlich auch sagen, Mensch, ja, so ganz kleine Welle, die sich hier so bricht. So. Wobei, das kommt in diesem Bild einfach nicht, weil es ist ja eigentlich viel zu dunkel. Das sieht komisch aus, wenn hier eine Welle bricht. Ich lasse das jetzt mal so, aber macht eigentlich nicht so viel Sinn. Weil ich jetzt hier ja auch eigentlich ein relativ ruhiges Wasser habe. Und wenn man dann hier jetzt nur so eine absolut einzige Welle hat, die jetzt auf dem Meer hier bricht, dann sieht das komisch aus. Egal, ich mache das jetzt hier trotzdem. Ich lasse die mal. Man kann hier hinten ja auch nochmal eine malen, die sich so ein bisschen bricht. Und hier bricht auch nochmal eine. Und hier vorne haben wir auch noch eine, die bricht. Dann macht das schon mal ein bisschen mehr Sinn. Wie gesagt, das kann man mit dem Zauberpinsel auch ganz toll machen. Da braucht man sich nicht mal viel Mühe geben. Da braucht man nur ein kleines bisschen, einen kleinen Tick Weiß. Deutet auch den Kamm einmal an. So. Und fertig. Schon habt ihr ein paar Wellen in eurem Bett. Okay, so. Jetzt haben wir das Meer fertig. Das ist doch ganz wunderschön. Ich muss meinen Zauberpinsel kurz reinigen. Moment bitte. Okay, also, fertig. Jetzt haben wir hier unsere wunderschöne kleine Palme, die jetzt aber doch recht dick geworden ist. Deswegen nehme ich nochmal mit meinem flachen Pinsel hier etwas Sienna auf. Und ziehe das jetzt hier nochmal hoch. Ihr seht, wie schön dieser Pinsel die Farbe mitnimmt. Und wie viel heller das gleich wird. Also wenn ihr den so ein bisschen schräg haltet, dann zieht ihr die Farbe mit. Es wird gleich viel blauer, brauner. Und ihr könnt damit richtig schön den Palmstamm andeuten. Wenn ihr den jetzt ein bisschen quer nimmt, könnt ihr auch so ein bisschen seitlich. Palmen haben ja immer so ein bisschen Ecken irgendwie, ne? Die sind ja immer so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Wie so Bausteine aufeinander sehen die immer aus. Und das könnt ihr mit dem natürlich auch ganz toll andeuten, indem ihr einfach Bausteine malt. So. Und schon haben wir eine Bausteinpalme. Und wenn ihr jetzt ganz ein bisschen Weiß noch im Pinsel habt, ist das auch nicht verkehrt. Dann sieht man das hier gleich viel besser. So, jetzt haben wir unsere Bausteinpalme. Und jetzt kommen die ersten Blätter. Dafür nehmen wir jetzt Saftgrün. Gemixt mit ein ganz, ganz kleines bisschen Preußischblau. Wir dunkeln die Farbe ein kleines bisschen ab. Wir wollen das jetzt noch nicht so hell haben. Die hinteren Blätter sind recht dunkel. Und dann sind wir hier auch noch auf dem sehr hellen Hintergrund. Und dann fangen wir einfach mal an. Hinten fangen wir an. So, und dann gucken wir einfach mal,
wie unsere Palmblätter jetzt hier laufen. So. So eine Palme hat ja doch recht viele Blätter. Deswegen deuten wir die jetzt einfach mal alle an, von wo die kommen. Und ihr seht das schon, was dieser Pinsel schon macht, ohne dass ich eigentlich Palmblätter male. Ich male hier jetzt alles, was ich mache, sind lediglich ein paar Striche. Aber ihr seht schon, was für ein wunderschönes Ergebnis das schon gleich ist. So, jetzt mache ich hier ein bisschen länger. Der geht direkt vor die Palme. Und biegt sich hier so rein. Der läuft hier noch lang. Der ist ein bisschen kürzer. Der geht nach hinten. Der geht hier nach oben. Jetzt müsst ihr auch natürlich dran denken, dass die Blätter nicht alle gleich sind. Dass die nicht immer alle gleich aussehen. Und dass natürlich die auch voreinander liegen. Deswegen jetzt ruhig hier ein paar Striche reinmalen. Und den Rest machen wir dann später. Weil so eine Palme hat nämlich ganz schön viele Blätter. Das glaubt man gar nicht. So, das ist jetzt unsere erste. Ihr seht jetzt, wie hell das tatsächlich geworden ist. Deswegen nehme ich jetzt nochmal einen Hauch Schwarz, um mir meine Farbe noch etwas mehr abzudunkeln, mein Grün. Und jetzt kann ich euch tatsächlich mal zeigen, wofür dieser Pinsel gut ist. Ihr müsst jetzt einmal überlegen, eine Palme hat ja so praktisch auf beiden Seiten ihre beiden Blätter. Das heißt, mal ist ein Blatt so, dass man nur eine Seite sieht. Mal seht ihr es so, dass ihr beide Seiten seht. Dann ist es mal so rum, dass vielleicht eine Ecke kürzer ist, eine Ecke länger. Dass ihr jetzt nicht immer diese Blätter malt, dass ihr die immer von beiden Seiten seht. Ne? Das ist jetzt ganz wichtig. Das heißt, ihr geht jetzt hier ran. Und dann malt ihr die einfach so schön hier runter. Zack, zack. Und bei diesem Blatt können wir das jetzt so machen. Da geht es so rum. Man sieht die hier. Seht ihr? Und es ist immer noch viel zu hell. Noch mehr schwarz und noch mehr blau. Und hier sieht man jetzt, oh, das war ein Haar. Das ist nicht schön. Ihr müsst vom Stängel aus geht ihr runter und zeichnet die Palmblätter so. Und wenn der das Blatt hier jetzt runter geht, ihr müsst es immer durchzeichnen, immer ganz zeichnen bis zum Stängel. Ihr entscheidet das nicht so direkt, welches Blatt oben liegt, welches unten liegt. Das kommt nämlich ganz spontan. Ihr malt einfach nacheinander die Blätter. Und je weicher ihr die malt, desto weniger Farbe ihr auf dem Pinsel habt, desto zarter werden auch eure einzelnen Blätter. Das ist ganz wichtig. Also ihr dürft den Pinsel nicht mit viel Farbe laden. Nur ganz wenig. Und ihr zeichnet es immer aus dem Blatt raus. Das heißt, ihr geht ein Stück auf dem Stängel lang und zeichnet das immer so raus. Und wie gesagt, denkt daran, dass man nicht immer beide Seiten dieser Palme sieht, sondern manchmal nur eine Seite. Und ihr könnt natürlich auch ein bisschen überlegen. Ihr könnt jetzt natürlich auch ganz toll hier mit so einem Palmwind darstellen. Na, wenn ihr jetzt hier die Bögen alle in eine Richtung malt, könnt ihr natürlich ganz toll sagen, hier ist totaler Sturm. Das weht hier ganz stark gerade lang. Und dementsprechend, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt ein wildes Wasser malen, ist das natürlich optimal, um dem Betrachter des Bildes zu zeigen, hier habe ich richtig Wind. Schaut mal, wie meine Blätter wehen. So, das ist jetzt schon mal die erste Palme. Ihr seht, wie wunderschön die ist und wie einfach. Also, wenn ihr Palmen malen möchtet, kann ich euch diesen wundervollen Pinsel nur empfehlen. Ich sage noch einmal, wie er heißt. Das ist der Halbzoll Wildlife Fuel Brush. Okay, dann werde ich jetzt mal weitermachen. Ich nehme wieder meinen kleinen Pinsel und jetzt mache ich erstmal die Stämme. Okay, dann geht jetzt hier die nächste Palme lang. Ihr müsst auch mal darauf achten, schaut euch, bevor ihr das macht, wirklich mal ein paar Palmbilder an, wie tatsächlich krumm diese Palmen manchmal sind. Die sind nämlich nicht immer ganz gerade. Und Palmen malen, auch bei dem Bild, hat mir wirklich Spaß gemacht. Das ist so eine Sache, die komplett entspannt ist, die so, wo man so wirklich da der... Naja, das habe ich schon mal erwähnt. Ich sage das jetzt nicht nochmal, sonst langweile ich euch. Egal. Okay, also hier ist ein Stamm. Ihr könnt es jetzt auch wieder so machen, indem ihr hier einfach sagt, so Bausteinbaum.
Dafür könnt ihr natürlich auch einen größeren Pinsel nehmen. Ihr müsst den Pinsel natürlich dann auch eurem Stamm anbieten, bitten, anpassen. Verkocht nochmal. Der ist jetzt zu breit geworden. Sollte euch so ein Fehler passieren, kann natürlich sein. Deswegen, ich habe meine Palmen damals auch gesagt, ach egal, ich ziehe die einfach gerade hoch. Das ist ja nicht gerade, sondern ein bisschen krumm. Dann läuft jetzt hier noch eine Palme lang. So. Na? Also wenn die euch zu breit geworden ist, dann malt ihr da halt noch eine Palme hin. So. Fertig. Fehler passieren. Ihr müsst euch nur eine Idee einfallen lassen, wie ihr sie ausbessern könnt. Das ist doch gar kein Problem. So, und diese Palme läuft jetzt nämlich gerade hier runter. Ist jetzt ein bisschen dicker, das stimmt schon. Aber dann malen wir da gleich noch ein hübsches Blättchen drüber. So, die sind jetzt super schräg. So schräg sollen die eigentlich nicht sein. Das ist jetzt ein bisschen arg schräg. Aber es ist unser Bild und auf unserem Bild sind die Palmen nun mal etwas schräger. Das ist das Schöne, wenn wir selbst unser Bild bestimmen. Jetzt fange ich auch noch an zu singen. Mann, ich habe heute vielleicht gute Laune. Oh Mann, ist das peinlich. Ich weiß noch nicht, vielleicht veröffentliche ich das, vielleicht auch nicht. Vielleicht behalte ich das auch für mich. Ich glaube, das müsst ihr nicht mitsehen. Vielleicht mache ich das auch ohne Ton. Ach, so schön war es nicht. Ich glaube, ihr verzeiht mir das. So, ja, ich versuche jetzt mal ein bisschen schneller zu malen. Dabei kann ich jetzt aber nicht ganz so viel reden. Deswegen halte ich mal ganz kurz meine Klappe und ich nehme auch mal meinen Kopf aus dem Bild. Vielleicht könnt ihr dann auch sogar ein bisschen was sehen. Dann kann ich mich etwas besser konzentrieren. So, wenn ihr malt, denkt dran, oben schön flach, ne? Die Palme wird oben spitz. Und desto tiefer ihr kommt, desto breiter, desto mehr drückt ihr natürlich mit dem Pinsel auf. Desto breiter wird der Baum natürlich. Aber ich glaube, das wisst ihr ja eh schon. So. Jetzt habe ich da so schön nachträglich meine Sonne noch reingemalt. Und jetzt sieht man davon überhaupt nichts mehr. Es ist so typisch. Aber das macht überhaupt nichts. So. Ihr seht das jetzt hier. Ich male jetzt sehr viel auch vor dem dunklen Hintergrund. Das heißt, die Palmen, die jetzt hier stehen, sind nahezu schwarz. Also das Grün werdet ihr da kaum noch erkennen. Die sind wirklich dann ganz, ganz dunkel. Und ja, das hat nämlich hier sehr viel Schwarz. Einen sehr tiefen, dunklen Ton, nur mit ganz wenig Grün gemixt. Und mache hier aber auf jeden Fall wieder meine Blätter erstmal als erstes. Und davon auch nicht zu knapp welche. Sieht nämlich echt merkwürdig aus, wenn ihr dann da an so einer schönen Palme, die ihr malt, euch da ganz viel Mühe gebt und dann aber aus irgendeinem Grund dann nur so drei Stängel dran malt. Wirkt das ein bisschen merkwürdig. Ganz wichtig ist, wie gesagt, unterschiedlich lang malen. Weil der eine Zweig geht so, der andere Zweig geht so, der andere Zweig ist wirklich in seiner vollen Länge zu erkennen. Da müsst ihr ganz wichtig drauf achten. Und trotz alledem müsst ihr hier natürlich genügend Grün drin haben. Ich habe wieder jetzt nur das Saftgrün. Ich verwende wieder nur das Saftgrün für meine Palmen. Denn das Chromoxidgrün ergibt sich von alleine durch den Blauton, den ich drin habe. Abgesehen davon wirkt es wieder etwas unrealistisch, wenn ich jetzt zu viel künstlichen Farbton hier drin habe. Deswegen nehme ich auch hier wieder fast nur mein schönes Saftgrün. Noch gerade mit dem Pinsel, wenn ihr die Farbe stark verteilt, sieht das hinterher einfach echt viel echter aus. So, und ihr wundert euch jetzt bestimmt, warum hast du sich mit dem Himmel denn jetzt so viel Mühe gegeben, wenn sie da jetzt alles drüber malt. Das ist ganz einfach so, denn nur wenn ihr auch den Hintergrund, auch wenn ihr von dem Hintergrund gar nicht mehr viel sehen wird am Ende, wenn der Hintergrund gut ist, sieht euer Bild auch gleich viel echter und viel realistischer aus. Also ich habe das damals auch gedacht, wenn ich dann hier die anderen Filme gesehen habe, denke ich, oh mein Gott, jetzt malte das alles über, oh wie schrecklich und das sah doch so schön aus. Aber das ist halt gerade der Trick dabei, dass der Hintergrund so nahezu perfekt wird, als ob man ihn ganz alleine für sich sehen würde. Und dann diese Feinheiten trotz alledem noch erkennt. Das ist das Geheimnis dieser Malerei. Und das ist halt, was die Malerei
auch ausmalt in der Nass-und-Nass-Technik. Dass man von vornherein, egal ob man das vom Betrachter her später sehen wird oder nicht, es ist alles genau bis ins Detail geplant, gemalt und das sieht man einfach auch hinterher. Also wenn ihr anfangt zu malen und da Löcher frei ist und dann hinterher das zu malen und das zu malen, das ist halt eine Sache, die mit der Nass-und-Nass-Technik sehr schlecht funktioniert. Weil Sachen, die im Nachhinein im Hintergrund verbessert werden, die sieht man. Und es sieht nicht schön aus. Deswegen muss man diese Bilder wirklich tatsächlich ganz wundervoll immer von hinten nach vorne aufbauen. So. Und wie viele Palmen ihr jetzt euch hier malt, ist natürlich euch überlassen. Ihr könnt jetzt auch sagen, Mensch, die Palmen will ich gar nicht, dass man die großartig jetzt sieht. Ich will die nicht in einem schönen Grünton haben. Das soll wirklich eher wie so Schatten aussehen. Dann könnt ihr natürlich auch die Bäume komplett schwarz malen. Dass ihr wirklich diese wunderschönen Palmen gar nicht so heraushebt mit dem Grün, dass die überhaupt nicht so doll auffallen, sondern dass wirklich der Blickfang dieser traumhafte Himmel ist, den ihr vorher gemalt habt. Dann könnt ihr die Palmen natürlich auch so ein bisschen an die Seite setzen oder auch kleiner malen, dass ihr vom Himmel natürlich noch mehr sieht. Aber ich persönlich wollte jetzt ja gerne diese traumhaften Palmen malen. Deswegen mache ich sie auch ein ganz kleines bisschen grün. Und deswegen soll man sie auch so sehen. Ihr könnt jetzt hier, wenn ihr die Palmblätter malt, auch ganz viel Farbe auf diesen Pinsel nehmen. Und malt diese ersten Blätter unheimlich dick. Wenn ihr da jetzt ganz viel Farbe drauf habt, braucht ihr nämlich dann gleich keine Farbe nachnehmen. Das heißt, ihr könntet rein theoretisch die Farbe einfach nur verstreichen. Geht rein und zieht sie einfach raus. So. Das ist das Schöne, wenn ihr viel Farbe auf dem Pinsel habt. Könnt ihr die Farbe, die da ist, einfach rausziehen. Achtet natürlich darauf, ist die Palme etwas kleiner, hat sie natürlich auch nicht ganz so lange Haare. Also Zweige. Also, wie sieht man das? Palmwedel? Naja, diese Dinger hier halt. So. Also das ist dieser Pinsel. Ich finde diesen Pinsel so großartig. Einfach zack rausziehen und es sieht aus wie tausende kleine Härchen. Seit man da stundenlang an so einem Blatt gepinselt hat, um da diese einzelnen Härchen hinzukriegen. Dabei ist das so wundervoll einfach. Ihr könnt jetzt auch natürlich ein kleines bisschen Braunton noch mit reinnehmen oder auch Ocker. Und dann könnt ihr hier bei den Palmen selbstverständlich auch ein paar tote Blätter mit reinmalen. Das gibt dem Ganzen dann natürlich noch ein viel besseres Aussehen. Und es sieht dann viel realistischer aus, wenn dann nochmal das ein oder andere Blatt ist, was gerade abgestorben ist. So, jetzt hat meine Kamera sich gerade ausgeschaltet. Sie hat mir im Moment nicht gesagt, warum. Ich hoffe, ihr habt das bisher alles gesehen und es ist alles aufgenommen worden. Und ich muss das nicht nochmal machen. Also, ich bin jetzt hier bei der Palme immer noch bei. Wie gesagt, zuerst malen wir die hintere und dann die vordere. So, jetzt werde ich hier schon wieder so hell. Also, dann gehen wir mal wieder ein bisschen schwarz rein, weil das jetzt zu hell wird. Und immer die Blätter, die zuerst hinten sind. Das Aufpassen ist, wenn ich irgendwann zu sehr in Routine reinfällt, dass die irgendwann langweilig aussehen, die Blätter. Also wie gesagt, ganz, ganz interessant ist es, wenn ihr auch tatsächlich Wind mit reinbringt. Dass tatsächlich ein bisschen Wind auf eure Palmen trifft und sich alle eure Blätter so ein ganz bisschen in die Richtung des Windes neigen. Aber ihr seht jetzt auch durch die Palmen, wenn ihr da einen Fehler im Himmel habt, ist das gar nicht so schlimm. Weil jetzt sieht man den nämlich nicht mehr, weil wir so wunderschöne kleine viele Palmblätter gemalt haben.
Nimmst du noch auf? Ja, du nimmst noch auf. Okay, dann hat er wohl nur ausgeschaltet, weil ich wieder zu lange geredet habe. Da ist die Kamera immer etwas eigen. So, dann ist unser Bild auch schon fertig. Natürlich könnt ihr jetzt noch sagen, ich setze mir hier jetzt noch so ein kleines hübsches Strandhäuschen hin. Oder da springt jetzt noch der Wal aus dem Wasser. Also da sind jetzt noch ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten offen. Nicht wie beim letzten Mal, diesmal werde ich dran denken. Wir malen auf jeden Fall nochmal hier unser schönes Zeichen rein. Dafür nehme ich jetzt tatsächlich mal einfach weiß. Was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt August 8. 17. Und das Kürzel. Oh, jetzt kann ich nicht mehr mein Kürzel schreiben, wie peinlich. Okay, alles klar. Fertig. So, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Natürlich habe ich wieder ein, zwei Sachen, wo ich sage, ach, das hätte es aber schöner machen können. Aber ich wollte, wie gesagt, diesmal nicht ganz so lang malen. Okay, ich hoffe auf jeden Fall, es hat trotz alledem sehr viel Spaß gemacht. Ihr habt wie immer was kleines bisschen was gelernt. Es war euch eine kleine Hilfe oder ihr habt vielleicht wenigstens eine Idee bekommen, was ihr als nächstes malen könnt. Und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Okay, ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis dann.